Wenn wir sterben, müssen wir komplett von vorne anfangen. Beide. Beide. Nee, trank, trank. Oh mein Gott! Nimm die Mana-Tränke, ich raste aus! Trinken, 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 trinken! Gib mir deine goldene Leiter! Oh! Ah. Nur nachher springst du in die Hafen. Nee. Ich weiß, dass ich nicht vor dir stand. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück zu Hart aber herzig mit Kalle und es stärkt sich und ich hoffe, ich sterb nicht. Heute. So nämlich. So, wir sind kurz davor, zu Duriel zu gehen, um den umzuboxen oder um uns umboxen zu lassen. Ich habe jetzt umgespeckt, das heißt, ich habe jetzt den heiligen Schild, sagt er. Oh, Alter, Licht. Ja, Mann, damit wir im Dunkeln auch sehen. Und ja, hier im Inventar, wir sehen auch schon alles voll mit Tränken. Wir wollen nur schauen, ob wir mir noch ein Runenwort basteln. Hallo, die beiden sind neu interessant für dich. Geschicklichkeit macht ja Blockwertung. Jo, 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 warte mal. Hier, ich mach mal ein bisschen. Dann kannst du die für Duriel mitnehmen. Ireo. Jo, so. Geil. Ja, dann ab zur Gräfin. Ab zur Gräfin. Ich gehe mal aus dem Zoom raus. Und da bin ich gespannt, ey. Ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ich bin übelst aufgeregt. Wir haben jetzt noch ein bisschen optimiert und ein bisschen geguckt in der Zwischenzeit. Und ja, heute ist der Tag der Tage. Entweder wir boxen ihn um oder Havel. Ja. Oder Havel. Ist Havel eigentlich wirklich das Erste? Ich weiß es gar nicht. Weil du Spaß so springst du in die Havel. Ja. Ich weiß. Das andere war noch wie Haare rasieren oder so. Das würde ich auch safe machen. Hier ist er. Scheiße. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Ja, aber müssen wir es nicht vorher festlegen, bevor wir verrecken? Nee, also es gibt eine feste Reihenfolge. Habe ich so in der ersten Folge mal, die war mal eingeblendet. Ach so, ja. Ja. Das wird auf jeden Fall das, was als Erstes in der Liste ist, wird dann gemacht. Aber vielleicht mache ich mir auch wirklich viel zu viele Sorgen. Also vielleicht laufen wir da einfach durch und dann ist das Ding durch. Weißt du, was ich meine? Ja, wer weiß. Ne? Wer weiß. So. Ich kann es gar nicht einschätzen. Das macht mir Angst, Digga. Aber ich brauche Kontrolle. Sonst kriege ich Panik. Mein Problem ist, dass dieses Schild nicht so lange hält. Wir müssen uns generell mal überlegen, wie wir das gleich kommunikativ auch machen. Weißt du? Ja, ja. Du spammst einfach wahrscheinlich. Klar. Deine dein statisches Feld erstmal drauf? Ja, aber weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber das Ding ist, ich muss halt dafür richtig nah ran. Ja. Also genau neben ihm stehen. Und das kann ich halt nicht einschätzen, ob das smart ist. Naja, weil die Jungs, unsere beiden Jungs, die werden erstmal ins Feuer geworfen. Die denken, dass erstmal 4 Hits oder 5 Hits kriegen die erstmal rein. Und, Los, Fass war im Weg. Wie du hier so stehst. So, die tanken das erstmal weg und dann kannst du ja statisches Feld spammen. Das spamme ich da richtig rein. Ja. Und dann renne ich aber auch instant weg. Ja, und ich hau ihn währenddessen schon in den Rücken. Und vielleicht ist er dann schon tot. Weiß ich nicht, Max. Das wäre so heftig. Und du knallst danach aus der Distanz deine Feuerbälle drauf. Während ich tanke. Ohne Gnade. So. Ey, ich habe mich so ausgerüstet, du glaubst es kaum. Ja. Das können wir auch gleich nochmal zeigen, wie heftig ich equipped bin. So. Ja, du hast ja jetzt dein Blatt letztes Mal bekommen. Hand of Blood. Ja. Ich finde es so witzig, diesen Joke. Ja, ist schon echt cool. Mach ich das immer wieder. So, jetzt drop mir hier eine Neff. Scheiße. Ist falsch. Ja. Wir haben nicht genug Neffs, ne? Wir gehen hier übrigens gerade nochmal, weil Kalle natürlich noch gerne was bräuchte. Ja. Na, Neff habe ich eine. Nee, der hatte ich dir alles gegeben. Ja, ja. Ich habe jetzt nur noch 3, 4 El sogar und eine Tier. Okay, gut, Kalle, dann gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Ja, wir brauchen halt Tal, das ist das Problem. Okay, dann gehen wir jetzt rein. In Schlucht der Magier, Digga. Oh, okay, Gott. Ja, wir haben nochmal ein neues Spiel aufgesetzt, damit es auch nicht leckt. Lol, ist ja jetzt ein anderes Symbol. Ich dachte, das ist immer ein anderes. Immer ein anderes. Lol, okay, also einfach der Kreis. Gut, suchen wir. Gut. Genau, heute ist es der runde Kreis. Puh. Ja, wenn wir jetzt heute sterben sollten, fangen wir dann einfach direkt einen neuen Charakter an? Ja, oder die Folge ist dann erstmal zu Ende, ne? Ja, die Folge ist dann erstmal zu Ende. So haben wir es auch mit Scherze gemacht. Du bist aber grüner Knabe. Und lass ich dann einfach 40 Minuten schwarz im Bildschirm, oder was? Ja, ja. Denke schon. Das ist es nicht. Bumm. Ja, wollen wir noch was anderes machen vorher? Digga, wir müssen da jetzt rein. Ja, ich weiß. Oh, Mann, wir müssen halt gucken. Also,
Wir gehen rein. Diese Affen hier. Wir gehen rein. Wie machen wir es, dass er die Würche angreift? Einfach indem wir erstmal gar nichts machen. Und ja, die rennen eh direkt hin. Wir machen ein schönes Portal in der Zwischenzeit auf. Ja, wann switcht der Aggro? Wenn er tot ist. Okay. Aber die halten nicht aus. Egal wie viel Schaden wir machen? Ja, ja, das ist kein WoW hier. Okay, ja, gut. Also, die werden wahrscheinlich two-hitted sein. Das geht recht schnell. Und du musst da dein statisches Feld drauf spammen. Also, Reihenfolge ist, wir gehen rein, beide machen Portal auf. Das ist schon mal Punkt 1. Und dann, in der Zeit geht er schon auf die anderen beiden drauf. Und du spammst dein statisches Feld. Und ich hau einfach direkt rein. Also, ich hau einfach alles, ne, mit meiner. Ja. Dings. Mit meinem Knüppel hau ich einfach direkt drauf. Klar. Dann steigt noch eine Neff. Alter, wenn wir noch eine Neff finden, haben wir genug. Wie spannend. Weil dann haben wir noch eine If und dann haben wir die Tal. Oh, großes Zepter. Ich hab einfach gar keinen Platz im Inventar, ey. Aber ist auch erstmal egal. Ist erstmal egal. Ja, ich bin bis an die Zähne richtig hart bewaffnet. Das ist echt übel. Oh, da ist noch ein Ring. Jo. Bin überladen. Ich spare mir gerade das Mana. Ich hab keinen Bock jetzt hier. Weil ich hab wirklich. Mein Inventar ist proppenvoll. Ja, ja, bei mir ist auch alles voll. Nur für den Kampf. Bei mir ist auch alles voll bis zum Rand. Aber ich will jetzt auch nicht. Ich meine, bei uns beiden geht's jetzt auch nicht darum, das Item schnell zu grabben. Es geht einfach nur ums Überleben. Dornschild! Ja. Hast ja recht. Ja. Ich bin überladen. Scheiß auf das gelbe Dornschild jetzt. Ja, durch. Eben. Ich will es jetzt auch wissen, tatsächlich. Also jetzt will ich es auch wissen. Ja, ja, die werden jetzt alle hier weggemacht, Junge. Das wird heftig, oder Kalle? Oder Kalle? Klar. So. Manchmal kann ich durch Wände ballern. Also ich glaube, das, was mich am meisten stören würde, ist nicht, dass wir sterben. Kalle. Ja. Ich habe was richtig Krasses für dich. Ein kleiner Zauber. Blitzwiderstand, geil. Da bin ich schon und fast Eingeschicklichkeit. Geil. Was mich am meisten stören würde, wäre wenn, tatsächlich, und das ist jetzt ein bisschen egoistisch, aber wenn ich zuerst verrecke. Das würde mich am meisten stören an der ganzen Story. Das ist doch cool. So, bumm. So, wann sind wir denn da? Ja, das ist eine gute Frage. Junge, hier ist aber auch was los. So. Achso, ja, für die Story nochmal, ne? Wir suchen gerade hier den Babo. Den knallen wir um. Ich bin wirklich. Ich hab auch ein leichtes Zittern im Finger hier. Also. Yeah. Das ist nicht einfach. Für mich wäre das auch irgendwie peinlich. Aber im Solo-Modus bin ich halt übelst auch verreckt. Aber auch alleine. Ja, aber da bist du. Da hast du auch nicht vorher gelevelt und alles, denke ich mal. Nee. Level 19 war ich das erstmal drin. Und dann war ich auch schon wieder raus. Ja, siehste. Naja, so ist das. Eieiei. So, ja. Ach, hoch geht's. Ja, ja. Zack, tot. 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 Alter, wie du die umbockst, Digga. So. Wo ist die Pforte? Ach so. Wie ist das, wenn wir reingehen? Ist er dann instant da oder kommt er erst nach Nee, der chillt schon. Der wartet quasi schon auf uns. Der ist instant da und rennt auf uns zu. Okay, krass. Das ist ja antiklimaktisch, ne? Naja. Hier sind. Okay, lass mich den. Hey, Feuerball ist mein Ding. Lass mich den Stab reinstecken, gerne. Damit man das hier sieht. So, hier, ne? Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen auch. So, okay. Wir knallen jetzt hier in die Öffnung, knallen wir jetzt hier schön. Können wir unseren Begleitern viele Heiltränke geben? Nein, was du machen kannst. Nee, also kannst du ihn nicht. Du kannst den jetzt nicht in den Gürtel tun bei denen oder so. Du kannst nur über, ich glaube, Shift-Linksklick kannst du den Instant hingeben. Das geht wohl. So. Ja gut, aber ist, glaube ich, nicht Wolf. Okay. Stab ist drin, wird angenommen und jetzt geht's auf. Ja, warte. Wir müssen erstmal nochmal sammeln. Ja, wir gehen eh gleich separat rein. Ich wollte es euch hier zeigen, weißt du, so schön ist mit dem Licht hier. Es ist wirklich schön. Ich mach mal G. Oh mein Gott. So, und jetzt kommt Ach so. Bei der Macht von Grayskull, Junge.
Ja, ja, ja. So, und jetzt ist die Tür auf. Tarashas Kammer. Junge, ich war noch nie so aufgeregt, als ich diesen Gegner gemacht habe. Und es kann jetzt sein, dass es nach 2 Sekunden vorbei ist, weil du einfach mit deinem statischen Feld ihn komplett wegkloppst. Naja, das ist prozentualer Damage. 25% Leben weg. Okay. Die Beschreibung ist halt auch, ja gut. Also, wir gehen rein, beide schnellen Portal öffnen, unsere beiden Dudes gehen ran, du machst statisches Feld, ich klopp mit drauf und dann ist er hoffentlich tot. Ja. Nee, ich hab hier die ganze Und Zeit. Im Zweifel, wenn einer sagt, Rückzug, beide durch die Portale. Ja, ja. So, ich brauche hier meine, auf 4 habe ich meine Drinks, Warte mal, ich pack hier nochmal 2. Ich hab, du kannst mal bei mir einblenden. Ich hab Polizei. Ich hab 5 große Zauber mit allen möglichen Effekten. Mhm. Scheiß drauf. Mhm. Und ich hab ja den dicken Gürtel. Ich hoffe, den hast du auch. Nee. Da habe ich 3 Reihen, nur die starken Regenerationstränke, die 100% machen. Also ich kann eigentlich gar nicht sterben, es sei denn, der one-shottet mich. Das wäre ultra lustig, aber ich glaube, der macht so 120 Schaden oder so, macht er mit einem Hit. Und die, oh mein Gott, dann tu schon. Und die 4. Reihe sind dann Mana-Pots, damit ich nachher dann die Feuerbälle spammen kann. Ich will nicht sterben. Okay. Wär man nicht. Gut. Ich trinke nochmal einen Schluck. So, auf der 3 habe ich jenes. Es ist wie in Krieg ziehen, Alter. Als ob wir gleich so Ohama Beach droppen, Digga. Weißt du? Ja, yeah, Ohama, Junge. Okay, Max, wollen wir rein? Ich bin ready. Okay. Stell ich genau davor, dass wir genau gleichzeitig... Yeah. Du zählst runter oder hoch, mir scheißegal. Ich hab so Angst gerade, holy shit. Warte mal, wir können das Portal, glaube ich, hier... Ah, nee, wir müssen ja da drinnen, das müssen wir machen, ja. Weil wir kommen auch hier nicht wieder hier raus, das ist das Wichtige. Okay. Du kannst hier nicht wieder raus. Einmal hin, alles drin. Ja. 3... 2 auf 0 oder 1? Go! So, und jetzt macht sein statisches Feld. Okay. Okay, mach ihn weg. Mach ihn weg. Ja! Und grünes Amulett! Junge. Oh ich mein hatte Gott, es. Duriel war so schwer. Ich kack mir in die Röhre, Digga. Aus meinem Arsch fließt die braune Suppe ins Bein runter. Du kleiner Ficker. Ja, ich wusste. War schon schwer. Ich wusste das. Nein, muss man wirklich sagen. Ja. Nein, es war nicht einfach. Also schon, aber ihr wisst. Nein, ich weiß. Junge, alle schreiben in die Kommentare! Weil Duriel verreckt dir! Und ich denke mir so, ja, Mann, dann spiele ich hier solo mit der Zauberin, verreckt er 30 Mal im Softcore. Im Softcore? Ist doch klar, dass ich hier Schiss hab. Junge, ja, gehen wir 8-3. Ja, danke fürs Zuschauen. Ja, warte mal hier, die Scheiße. Boah. Junge, es war aber auch. Es war spannend. Also, wir haben. Also, Spannungsbogen haben wir Spannung hochgezogen. War da. So. So. So, hier die ganze Scheiße. Hier weg. Aber mein Kollege hat's umgeruppt. Ja, aber der hat doch richtig reingetankt. Also wir beide haben keinen Schaden bekommen. Das war nämlich schon, wie ich sagte, wir tanken die Scheiße daraus. Also das war ja schon so. Also die wir Jungs, nicht. Die Jungs, genau. Ja. Guck mal, wie viel Scheiße aus ihm hier rauskommt, das ist schon ein bisschen disgusting. Ich finde aber geil, wie ich uns auch beide richtig verrückt gemacht habe. Das muss ich sagen. Ey, hier geht's ja weiter, ne? Ja klar, wir müssen jetzt hier durch für die Story. Wir treffen jetzt nämlich einen krassen Dude. Kalle? Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon so weit war. Ich erinnere mich, ich habe ja gesagt, ich habe früher Paladin gezockt. Ja. Auf dem Windows hier 95, Digga. Ja, ja, geh du mal vor. Mit dem Zweihandschwert. Und ich glaube, ich bin sogar... ich sehe es ja schon auf der Map. Ich glaube, ich war dann ganz am Anfang vom 3. Akt noch. Aber ich glaube, ich habe es nie durchgespielt. Jetzt okay, willst mal, du mit ihm reden? Ja, drück mal einmal G. Dann siehst du nämlich den Unterschied, Junge. Mashallah. So. Ist trotzdem heftig. Und ich wollte früher immer so Rüstung haben wie er. Ich fand das, ich finde, er sieht so heftig aus, auch mit diesen Flügeln und so. Auch die Kapuze und der. Ich danke dir für meine Frage. Ja, ich rede hier gerade mit dem. Aber der labert jetzt übelst lange, der freut sich und der begleitet uns jetzt quasi mit. Jetzt gehen wir nach Ludgolen. Ne, wir sind in Ludgolen, genau. Also in das Portal. Ja, ich stehe noch vor ihm. So, und jetzt erstmal hier alles identisch. Diablo und Ball sind entkommen. Scheiße, wir warten, Digga. So, der hat übrigens ein uniques Item gedroppt. Ja. Und ich hab gerade, ich kann mit den Leuten nicht reden. Nicht? Nö. Ah, jetzt. Eben ging's nicht, tatsächlich. Okay. So, die Keule kommt weg. Das Ding brauchen wir auch nicht. Ja, heftig, Junge, wir haben es einfach gepackt. So, und zwar ein grünes Amulett, 20% erlittener Schaden geht auf Mana.
Oh lol. 20% des Damages. Ja. Und ich hatte sogar noch hier, warte mal, hier war doch irgendwo noch ein Unique, Digga. Wo ist denn das jetzt? Habe ich das in die Truhe gepackt? Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier, aber ganz ehrlich, lieber ein bisschen vorsichtiger zocken und dann, nicht in die Havel droppen. Nicht in die Havel droppen, genau. Ja, das hat meine Oma schon damals gemacht. So. Okay. Oh, hier. Die Hand von Brock. Oh mein Gott! Okay, das sind richtig gute Handschuhe für mich. 3% abgesaugtes Leben, abgesaugtes Leben. Mach erstmal ruhig, atme erstmal durch. Also, die Hand von Brock gibt 3% Mana und Leben pro Treffer. Also, ich hau drauf und krieg 3% von beidem. Und nochmal 20 Mana. Aber ist das das Amulett jetzt? Nee, das sind die Handschuhe, die ich gerade gefunden habe. Bei ihm? Ja, ja, die sind gedroppt. Aber es klingt so Unique auch. Ja, ja, hab ich doch gesagt. Ich dachte Unique Amulett. Nee, grünes Amulett. Und Unique Handschuhe. Ach so, ich dachte, grün wäre unique. Aber was ist denn dann grün? Grün sind so Sets, so Set-Gegenstände. Kannst kombinieren. Alter, so. Wir haben ja richtig abgeräumt. Hä, wir können den nochmal machen, oder? Jo. Ja. Aber ich. So. jo. Ja. Aber. Willst du das Amulett haben, dieses 20% auf Mana? Ich meine, du hast eben Mana. Ist das. Ja. Aber ist das nicht für dich viel besser? Theoretisch. Ich will jetzt nur nicht beide Items mehr einverleiben. Und doch. Okay. Weil, guck mal. Das wird dafür sorgen, dass ich nicht so viel ballern kann. Ja, okay. Ja, das stimmt. Gut. Und ich krieg halt jetzt, ich kann jetzt richtig reintanken. Ich kann mit Farah nicht reden, die hat gar keinen Bock auf mich. Nervt. Ja, warum? Ich weiß nicht, was sie Problem hat. Müssen wir denn mit allen reden? Was ist denn unser Ding? Ja, wir reden jetzt mit Jaren. Genau, das ist der Boss hier. Jaren. Ich habe hier noch ein Amulett, 24% Blitzwiderstand. Und Handschuhe, Giftwiderstand 28%. Sind die was für dich? Ja. Meine Mann 16. Jo, dann kannst du die mal nehmen und da kannst du auch. Oh mein Gott, die haben auch noch andere Effekte. Oh, danke, my sugar daddy. Junge, okay. Ich sehe schon die Kommentare. Ihr Lappen. Na, besser als haha, ihr seid gestorben. Ja, ja. Da muss man auch drüber stehen. So. Aber ich find's immer nice, wie viel Gedanken du dir so machst. Ich mach mir ultra viele Sorgen. Ich mach das immer, weißt du, ich stolper immer in diese Situation so rein. Mhm. Unwissentlich, weil ich mir gar keine Gedanken mache. Und dann bin ich immer der so im Nachgang nochmal richtig in Meinung geigt. Jetzt hat sie Bock auf mich. Okay. Also, die Fahrer lässt mich mit ihr reden. So, okay. An der Bar, oder? So. Ja, komm. Komm. Na, komm. Ja, ich lasse das vom Platz her, ist jetzt auch egal hier. Puh. Ja, ich bin auch ultra erleichtert jetzt, muss ich sagen. Also, das ist schon nice, was so abging. Okay. Wir haben jetzt halt 3 Folgen am Stück. Und auch mit, als Sterzig da war. Und ja, ich schon sag, gelevelt. Und ich sag die ganze Zeit, wir müssen unbedingt leveln. Unbedingt. Ja, ja. So, jetzt sind wir Level 24. Gut. Ja, okay, ist ein schöner Start jetzt in den dritten. Ja, wollen wir direkt los? Oder hast ja, du gerne. Jeremy. Da kommt gleich wieder eine coole Cutscene. Können wir uns das mal schnell angucken. So, Jeremy, Junge. Jo, so. Aber lass gleichzeitig, ne? So, ja, wir gehen jetzt schon zum Meshiff, Junge. Der hat nämlich ein nices Boot und der bringt uns jetzt nach Kurast. Ich weiß halt wirklich nicht, also ich kann mich null jetzt erinnern. Zweiter Akt war noch voll am Start, so, ja. Auf vieles, auch die Gräber und so. Ja, freue ich mich. Warte mal. So, er labert jetzt erstmal. Und er hat jetzt ihn, genau, dann laberst du ihn nochmal an und sagt er nach Osten segeln, ja. Genau. Okay, da zählen wir wieder, ne? Ja, da kannst du mal erzählen diesmal. Auf 3. 1, 2, 3. Naja, ich guck so ganz kurz in die Kamera, ist er wieder weg? Übrigens wurde sich letztes Mal beklagt, als wir in Akt 2 kamen, dass wir die ganze Zeit drüber geredet haben, aber ich würde ja, das weitermachen. Ja, sollen die sich das nochmal im Nachgang auf YouTube angucken? Ja, soll ich dir einen Arsch abwischen? So, oder spiel selber, also, Junge! So weit kann man doch denken? Alter. Das ist übrigens eine geile Cutscene. Die wird noch richtig. Sei bitte ruhig, will die Story hören. Ja, klar. Leise. Bei mir ist übel leise. Bei mir auch. Aber machst du im Nachgang einfach, drehst du hoch. Ja, dann halt doch die Fresse. Aber diese Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern. Als wir tiefer und tiefer in die Gruft eindrangen, bemerkte ich eine Veränderung an meinem Gefährten. Der ist safe böse. Den Weg zu kehren.
Oh, oh. Boah, da wird schon spannend jetzt. Fledermäuse. Nee, das waren Raben. Die leben da unten. Und muss er kotzen? Ja, sowas in der Art, ey. Alter, denen geht's gar nicht gut. Das ist einfach Duriel. So, und der geht jetzt, glaube ich, weiter, ne? So. Mein Gefährte hatte keine Kraft gewonnen. Er hatte den letzten Rest seiner Menschlichkeit verloren. Heftig. So, und dann hier, ne? Er bewegte sich mit der Menschenschnelligkeit und dann... Einfach die Brücke entflammt. Und er baut jetzt Scheiße. Jo. Aber guck mal, er hat's noch geschafft. Schon episch, dieser Tyrael, Alter. Ja, Mann. Nein. Scheiße, ne? Als ob er dann einfach die Seil anfasst, während das brennt. Oh, weia. Mit seiner glühenden Klinge da, ey. Junge, geht aber ab, ey. Ja, ja. So, das ist jetzt ein Problem. Zack. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr heute angerichtet habt. Geht zum Tempel des Lichts im Osten, in Kurast. Dort wird euch die Höllenpforte aufgetan werden. Ihr müsst den Mut aufbringen, durch diese Pforte zu treten, Marius. Er ist einfach Marius. Zur Höllenschmiede, wo er zerstört werden wird. Jetzt lauft, nehmt den Stein und lauft. Ja, der hat auch die Tricks drauf. Ja, ja. Hä? Ah, die Klinge. Ja. Aber ist der andere tot? Ja. Hatte ich eine andere Wahl, Dumme. Ich lief. Ciao. Ich finde das halt heftig, ne? Da heißen die Leute heißen halt Diablo, Mephisto, Tyrael, Akara und Marius. Und er ist Matze. Ja, er war Marius, Junge. Ja, aber krass. Ich habe jetzt voll viele Fragen. Ist der Typ... Ah doch, dritter Akt, ja klar, im Dschungel. Ja, ja, wollte ich jetzt eben ja, nicht spoilern, ja. Weißt du? Ja, 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 doch, klar. Hatte ich sogar schon mal gesagt. Okay, also er, sie hier, er hier ist ein Händler. Hier. Junge, die haben jetzt hier aber Klamotten, ne? Ja, schön. Ja. Schön. Was sie jetzt im Angebot haben. Junge, die Waffen sehen halt auch immer cooler aus, das feiere ich voll. Übel, übel. So. Ja, ist jetzt dieser Wanderer tot? Nee, wirst du gleich sehen. Tatsächlich. Okay. Wirst du gleich sehen. Ja, heftig, ey. Was hier für Items jetzt einfach gibt. Krass. Okay. Gut, was machen wir jetzt? Wir reden jetzt erstmal mit Deckard, Junge. Ich habe... Ja, der segelt so mit. Ach, hier ist auch ein Wegpunkt. Geil. Genau. Also das ist jetzt hier einfach dritte City, ne? Schön Kurast. Und wir gehen jetzt hier raus. Das machen wir. Okay, wir haben noch gar keine Quest? Nö. Oh, hier ist der Wanderer. Ja, ja. Junge, du kriegst aufs Maul. So, hier, komm her. Hä? Das heißt, er hat overlift. So, weg ist er. Und jetzt kommen Gegner. Zack. Ih, Digga. So, schöne Fleischdinger. So, was wir jetzt nämlich machen, wir gehen jetzt durch die Leberwürste. Durch diesen Dschungel. Wir müssen jetzt quasi... Wir haben ja diesen Seelenstein eben gesehen, ne? Ja, den hat er rausgezogen. Den hat er dann noch in der Hand gehabt. Genau. Und was... Der hat ihn quasi da festgehalten, ne? Genau.
Junge, was sind das für Kollegen? Und unsere Aufgabe soll jetzt grundsätzlich sein, diesen Stein zu vernichten. Und ja, wir bauen uns jetzt quasi ein Tool, womit wir etwas zerstören können. Und das ist jetzt so die Aufgabe vom dritten Akt, so ein bisschen. Okay. Und auf dem Weg dorthin passieren krasse Sachen, Digga. Okay, heftig. Ja. Dann weiß ich mal wieder. Hier gibt's übrigens die nervigsten Gegner überhaupt. Ja, ich weiß. An die kann ich mich erinnern. Das hat überdauert bei mir. Ja, diese kleinen Leute hier, die gleich kommen. Das sind echt richtig die kleine. Hier. Ja. Die sind so asozial. Aber mit der Magierin habe ich ein Mittel. Also echt so schnell. Oh, Alter, da ist die Jade-Figur. Alter. Nice. Genau. Was macht die? Die geben wir jetzt gleich in der City ab. Die gibt eine Quest, okay. Genau. Bringt Kane die Jade-Figur. Zack, wir gehen in die City. Du hast auch eine bekommen. Haben wir nicht noch... Ja, okay. Ja. Okay. Ja, wir gehen gleich einfach weiter. Nee, habe ich nicht. Das reicht, glaube ich, von zwei. Du hast ja die Quest bekommen, oder? Ja. Gut. Dann rede ich jetzt warte. Achso, ja, doch. Klar. Zeigt Mischief die Figur. Genau. Mischief Action. Kane hat jetzt diese Jade-Figur gesehen und hat die, gesagt, er weiß nichts drüber. Jetzt gehen wir zum Meshiff, Junge. Ja, ich gab euch mein Wort. So. Lass nach Westen segeln. Nee, lass mal nicht. So, er hat, den jetzt quasi eingetauscht. Hat gesagt, jo, ich will die Figur haben. Ich gebe dir den goldenen Vogel. Und den kennt Kane jetzt. So. Und jetzt gehen wir zu Alcor, Junge. Und der wohnt hier oben. Ja, es geht einfach nur darum, ja, krasse alte Gegenstände, bla bla bla. Hallo, und Alcor kann damit jetzt was mit anfangen. So, und der? Was braucht ihr? Den schnacken wir jetzt an. Belohnung? Genau. Dann redest du ihn nochmal an. Ja, und dann habe ich jetzt einen Trank. Genau. Elixier des Lebens. Genau, und du kriegst jetzt für immer 20 Leben obendrauf. Mache ich aber, ja? Nicht aufheben für irgendwas anderes? Nee, nee, den klickst du einfach rechts und dann hast du das. Geil, Alter. Ja, ist Ehre. Das ist ja echt Ehre. So. Und jetzt haben wir schon die erste Quest erledigt. Das ging flott. Und dann können wir eigentlich schon wieder in den Wald. So, zack. Jetzt haben wir quasi die dritte Quest bekommen. Ich weiß nicht, dann ist die zweite wahrscheinlich optional, ne? Naja, die machen wir nebenbei mit. Nur Jungfernspieß hier für meine Kollegen? Ach, sind Wurfspieße. Oder? Wir müssen jetzt quasi die Spinnenhöhle finden. Weil jetzt geht es wirklich um Spinnen, so ein bisschen widerlich. Und natürlich da unangenehm. Finden wir ein Relikt. Eines von mehreren. Was ich aber immer geil fand, sind diese Bäume hier, diese, keine Ahnung. Jo, die sind echt ordentlich. Ja. Mächtige Jungs. Oder Mädels. So. Was macht dein Schild eigentlich? Erklär das mal. Mein heiliges Schild sorgt dafür, dass ich mehr Verteidigung bekomme. Ach so. Also, und theoretisch gibt es ein Bild, den man auf Schildschlag baut. Also man könnte auch, ich könnte auch mit meinem Schild zuschlagen. Mhm. Und da wird auch der Schaden mit erhöht. Diesen Zauber. Ich dachte, das wäre auch ein... Okay, krass. Machst du aber nicht. Nee, nee. Ich gehe auf Alpha. Auf Level 30 kriege ich halt eine richtig coole Aura und damit haue ich dann richtig schnell zu. Okay. Ja, geil. Aber ist jetzt nicht so der Tank-Bild, oder? Ja gut, ich habe... Nee, brauche ich auch nicht. Können wir nicht nur nach links? Ja, ja. Ja, hier. Ja, wir müssen jetzt quasi so einen Seiteneingang finden und dann ist da eine Spinnenhöhle, in die müssen wir rein. Ekelhaft. So, und da finden wir, glaube ich... Da finden wir was. Und zwar Kalims Auge, das steht auch in der Quest schon. Wir müssen jetzt ein paar Organe zusammenfügen, Junge. Und da kommt was Krasses bei rum. Oh, ein Juwel. Okay. Ja, jetzt dann ist ja alles klar. Genau, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, aber macht ja nichts. Das ist ja auch schön. Ich finde diesen Wald ultra nervig, weil der so große Ebenen hat. Ist anders strukturiert. Ja, und man kann sich hier so ein bisschen verlaufen. Naja. Ja, ist nicht so wie Akt 1 und 2. Ja. Schon. Oh, hier ist spinnenmäßig. Wir waren schon ganz nah dran anscheinend. Mhm. Oder? Ja, ja, hier ist so. Hier geht so langsam in die richtige Richtung. Aber hier ist noch keine Höhle oder so. Doch, oder? Nee. Nee, nee. Wir müssen nach vorne rechts, da vorne rechts. Also, hier war die ganze Zeit spinnenmäßig. Naja, so ein bisschen. Na gut, dann nicht. Du, das passt schon. Mach dich jetzt nicht verrückt. Ich versuch's. So. Zacki, Hühnerkacki. Ich habe mich tatsächlich früher mit der Story und so gar nicht auseinandergesetzt. Ich auch nicht, null. Also, es hat mich auch gar nicht interessiert, null. Einfach. Gerade als Kind so, Junge, ist ja wie Buch lesen. Ja.
Also ich habe viele Bücher gelesen tatsächlich. Oh. Der ist was wert. Ja, ich muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen auf Gold kommen. Ich habe so viel jetzt investiert, um mich halt gut zu präparieren. Ohne. Lol. Brauchst du. Jo, dann können wir gleich mal schön fummeln. Also lacht. Ja, weil du hast ja auch nicht Panik gemacht wegen Duriel. Da habe ich natürlich einmal mein Geld hier zum Fenster rausgeschmissen. Ach komm. Du hättest doch was dagegen sagen können. Es hat ja auch nicht einmal jemand geschrieben. Jungs, nee, du musst einfach locker. Mal Verantwortung übernehmen. Nee, ach komm. Ist mir doch, auch egal, ob dein Gold weg ist. Das Projekt ging los und du hast gesagt, so, das ist jetzt mein Laden, da habe ich Ahnung. Ja, ich habe auch Ahnung. Wir haben Duriel besiegt. Das, ja, vor allem, weil wir keine... Ja, aber was wäre jetzt gewesen, wenn du das, wenn wir es nicht geschafft hätten? So. Ja, wärst du in die Havel. Na, wärst du in die Havel, Junge. Du hältst viel weniger aus. Nein, ich stehe ja hin. Ich hätte ihn zu dir gelockt. Oh ja, das wäre heftig. Ich krieg den hier nicht. Der wechselt ja auch die Aggro, haben wir gelernt. Ja, die ist halt einfach so, das wir sind noch. Ah, komm, jetzt muckel nicht rum. Ach, du bist so. Auch eine kleine Nervensäge. So, hier ist auf jeden Fall das Spiel aus dem Spinn. Klingenklauen! Endlich! Ne? Ah, die suchen wir ja schon länger. Du, wo ist denn jetzt hier so eine Kackhöhle? Ja, das tue ich auch. Eine Kackhöhle? Hier bei mir. Natürlich. Ja. Wie heißt die? Ist das die Spinnenhöhle? Nee. Das klingt eher wie so eine, wie so ein Restaurant zur Spinnenhöhle. Schöne Schenke. Oh, I, Alter. Ja, ekelhaft. Bah, Digga. Freue mich sehr, ist ja alle das erste Mal jetzt in nice Graphic, weißt du? Ja, ja. Aber der früher war ich mich schon erinnern könnte. Ich drück mal G. Ja, ja, war auch schon eklig. Ja, die an die. Ja, stimmt, so kann ich mich erinnern. Heftig. Ja. Oh, lediert. Das bin ich. Du bist lediert. Oh, hier ist nichts. Ach, unten ist die Kiste. Guck mal, sieht man schon auf der Map. Hä? Oh, ja. So, zack. Oh, hier sind krasse Spinnen. Flammenspinne, Giftspinne, heftige Spinne. Ich hau da alles rein, was ich hab. Eine schöne Wurfaxt. So, dann nimmst du dir ein schönes Auge mit. Ja, ich finde diese unique Farbe, find's so nice. Ja, das irgendwie. Ist eine geile Farbe. Oh, die kotzen. So, sucht im Schinder-Dungeon nach Kalims Gehirn. Das sagt mir noch was, Schinder. Ja. Schinders Liste gibt's doch, ne? Ist ein Film. Ja, ja. Ich wusste, ich hätte die Uhr nachstellen können, ich wusste, dass du das jetzt sagst. Aber, Kein Portal? Nee, wir gehen einfach weiter. Oder willst du in die Stadt unbedingt? Nee, lass bitte endlich mal weiter rennen. Gut. Gehen wir nicht hier vorne links? Du bist vergiftet. Ja, macht ja nichts. Ist heftig. Ist heftig. Deftig. Würzig gut. Gut. Kräftig, deftig in meinen Arsch. So, und jetzt rein. Hä? Fußspuren? Ja, wir suchen jetzt quasi das nächste Ding. Guck mal, ich nehme mal hier so ein Gift-Elixier mit. Die verbrennen auch ich, wenn ich die hitte. Hol es an. Dass das Schild nur 30 Sekunden hält auf Stufe 1, ist natürlich ein bisschen unbelohnt. Wie ist auf Stufe 2? Wie viele Sekunden? Mehr. Heftig. Heftig! So. Schubidu. Oh, hier sieht gut aus. Rall! Bossi? Nö. So. Ich finde aber echt viele Runen. Ich hab ja, jetzt geht's langsam los. Kann es sein, dass Runen mit dem Add-on kam? Nee, Runen gab's schon recht früh. Ich kann mich da nicht erinnern. Hier so, jetzt kommen wir ja einmal zurück. Da war der Wegpunkt. Geil. So, dann kann ich mir nämlich jetzt mal meine Rüstung hier basteln. Was war das? Tal-Ed, ne? Ja, das habe ich schon mal live in diesem Format verkackt. Ja, guck mal bitte in deine Rüstung rein. Tal-Ed, oder? Mhm. Ne, Ed-Tal. Wann wird's Tal-Ed? Du Kleiner? Hm. Ne? So, hier muss ich ja erstmal kombinieren. Zack, da haben wir If. Dann packen wir noch zweimal If rein. Ist jetzt übel zur Verschwendung, aber... Jetzt haben wir die Tal, geil. Also wie? Tal-Ed? Hallo? Tal? Ja. T-A-L? E-T-H. Ja, ja. Wäre geil, wenn das jetzt falsch wäre. Ich guck jetzt aber nicht nach. Ich vertraue dir da. Und am Ende bist Tal. Ja, also das ist mein Stab. Nein, das ist dein Stab. Hä? Deine Rüstung. Ja. Tal-Ed. Rüstung ist... kleiner Stinker. Rüstung ist Tal-Ed, jo. Ich hab mich gerade fast verklickt. So.
Nimm ich den Rohling? Ich nehme den einfach, oder? Scheiß drauf, Digga. Hol einen richtig geilen. Ja, ich guck nochmal, ob es einen geileren gibt. Du bist Tank. Du musst richtig... Ne? So. Was ist denn hier Rüstung richtig? Darf aber nicht blau sein. Ne? Meshiff, ne? Der verkauft hier. Meshiff Action. Den habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Aber wird auch nicht scheiße. Oh, scheiße, ich bin nach Westen gegangen. Scheiße! Jetzt wird so der Trailer rückwärts abgespielt. Meshiff Action. Ey, der Warif hat wirklich Bock, was mit mir jetzt zu spielen. Ja, Andari ist tot. Interessiert mich. Dann gehe ich ja mal zu Philipp hier. Oder zu Farah, Junge. Einer hat bei mir kommentiert, kennst du diese alten Bücher, wo man mit so Lesen und Schreiben gelernt hat? Dieses Fu ruft Farah, Farah ruft Fu. Ja, ja. Jo, das fand ich richtig witzig. Das hat jemand drunter geschrieben. True. Alter, hier ist ein Knochenschild. Das macht alle Widerstände plus 7. Ganz geil. Aber ja. Ah ja. So, hier steht... Naja, anyways. Anyways. So, hier stand doch noch jemand, oder nicht? Wo krieg ich denn hier Rüstung und ja, so? Ja, ja, wollte ich auch gerade fragen. Hä, hey, Ormus? Ist es unten im Süden? Natalia, jawohl. Es gibt übrigens ein Natalia-Set. Aha. Nee, die hat nichts. Hä, was will sie denn? Digga, vielleicht hier rechts? Hä, woher kriegen wir Rüstung? Hä, nein, ich hab das schon mal gesehen, als wir ankamen. Ich Radli, Radli, Junge, hier. Willkommen. Da ist ein Schmied. Ja. Ja, Handel, Rap. Ja, aber ich hab doch. Nö. Nee. So. Okay. Ja, scheiß drauf, ich mach das jetzt hier. Mit der, die ich hab, die ist schon nicht schlecht. Karl Ed, okay. Ne? Ja. Geil. Ist die grau? Die war grau, ja. Verstohlenheit, Junge. Geil. Ja, hab ich auch. Jetzt flitzen wir. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen weniger Widerstände. Ja, wobei geht. Oh, ich habe 67% Widerstände. Alter, jetzt habe ich schon 3 Runen-Words. So geil, dass wir unsere Items nicht mehr wegschmeißen. Naja, bei 30 vielleicht wieder, ne? Ja, mal gucken, Digga. Wir zeigen das übrigens am Anfang gerade nicht, weil es da nichts Neues gibt. Genau, was die Spenden... Okay. Sag mal, willst du so eine kleinen Zauber wie 1-2 Feuerschaden? Nee, ehrlich gesagt. Dann Spinnwald, Abfahrt. Jo, ich verkaufe hier nochmal die Kackrüstung. Ach, hier geht's jetzt zur Spinnenmonstergruft. Ja, da müssen wir auch nicht rein. Das ist nur ein Zusatz-Dungeon. Aha. Und Level brauchen wir jetzt wirklich nicht. Wie wir hier gemerkt haben, ne? Nee. Gehen wir oben einfach weiter. Wir sind echt auch richtig gut dabei, finde ich. Also man merkt das, wie wir durchflügen. Ja. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Schaden. Also ich brauche, glaube ich, nochmal das... eine bessere Waffe irgendwann, ne? Das wäre schon geil. So, Schinder-Dschungel. Geil. Hier finden wir jetzt irgendwo den Schinder-Dungeon. Oh mein Gott. Ja, die kleinen Leute. Aber du rasierst hier gut durch. Ich würde nur gerne mitmachen. Ja. Ja, sorry. Ich habe eben das gecheckt, dass ich vor dir stehe. So. Oh, schwere Stimme. Ah ja, die Mario-Flammenwerfer. Ja, stimmt. Die stehen ja aufeinander. Ey. Die sind so geil. Der obere fliegt ja immer richtig ab. Jo. Aber das dauert halt immer so ein kleines, bis er wieder aufsteht. So, das ist immer so ein bisschen nervig. Ah, hier geht's nicht weiter. Welche Frösche? Schleimprinzen? Ah, die hübschen. Alter, der Platz. Ja, wegen dem brauchen wir wahrscheinlich auch... Ach, das sind die Schinder, die kleinen Boys hier. Ja, die sind nervig. Ja, die wohnen Wegen dem brauchen wir dann wahrscheinlich auch Feuerwiderstand, oder? Oder wegen anderen? Später kommen noch ein paar andere, die auch nervig sind. Ja, läuft. Da oben ist noch ein grauer Ringpanzer. Also ja, nee. Im vierten Akt ist Feuer auch noch richtig, richtig, richtig viel. Okay. Ja, kommt ja da noch Thema Hölle und so. Muss ja, ne? Ja, klar. Ah, Junge, Abflug. Ah, hier schon wieder zu Ende. Ja, das muss auch nicht sein. So. Hätte man hier durchgehen können? Leute, wir hätten auch vorne hier durchgehen können. Ja, aber hier oben rechts geht es so bestimmt weiter, oder? Ja. Oh, lol. Alter, die habe ich aber umgebumst. Na, hier geht's nicht weiter. Da vorne aber rechts. Jetzt, da können wir nochmal. Da können wir nochmal weiter. Hm? Ja, schön. Tot. Und die kriegen aber auch die Feuerbälle in die Fresse. Krass. Oh, da ist ein Chef. Da ist ein Chef. Feuerverzauberung. Tot.
So. Big Scepter. Ja, irgendwann muss ich mir einfach mal eingestehen, dass ich die Waffe tauschen muss. Hier ist ein grauer gehörnter Helm. Ja, der ist aber für Barbaren. Nee. Doch. Doch. Dann kommt er weg. Ja, wobei, vielleicht bringt er Geld. Wenn er so ein paar Skills drauf hat, aber grau... Ja, eins zu Spott. Ja. So. Zack, 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 zack. Kann ich auch mit Zaubern verfehlen? Ist aber gut was los, ey. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht haben die so... Oh mein Gott. Ah, der spuckt Feuer. Okay. Die mit auch mit ihren kleinen Messerchen und so. Ja, ja. Schon richtig kleine Drecksäcke. Ja, aber wenn er so einen Feuerball hittet, klatschen die natürlich auf den Boden. Was ist hier? Ein Gitbin. Ah, siehst du, Gitbin, Junge. Junge, das sind aber auch einige. Ich habe gerade ein Feuer entfacht. Schön. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das ist auch irgendwas mit einer Quest, ne? Genau. Hier geht's, glaube ich, rein. Findet den Gitbin im Schinderdschungel. Das ist jetzt Quest 2. Der Gitbin. Aha. Zack, habe ich gefunden. Hä? Habe ich bekommen. So ein kleines Ding. Nimm den Gitbin an dich. Hab ich nicht. Wieso haben wir denn jetzt wieder nur einen? Naja, gut, ist egal. Warte mal, ich guck mal, was das bringt. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Aber es kann auch sein, dass du das selber noch machen kannst. Das heißt, Ja, hier steht auch, ich soll den an mich nehmen. Ja, ich hab den nur gerade schon und bring ihn jetzt ab. Wahrscheinlich steht jetzt bei dir, dass du das in dieser Quest nicht... Sprich mit Ashara. Steht dir jetzt. Ashara, wer war das denn? Hier die links? Ashara, die oben? Ja. Da ist auch noch wer? Alter, wie... Vielleicht mit Omos. Ja, gut. Ja, also... Ja, und deswegen hat mich die Story noch nie gejuckt. Ja, weil, ne... Abgeklapper. So, oh, einen Ring haben wir bekommen. Ja, geil. So, beste Chance, Alter! Ja. Meiner ist überkrass. Meiner ist kacke, glaube ich. Ja, ein bisschen Angriff, ein bisschen Leben, ein bisschen Dings. Alter. Könntest du... Ja, ist so heftig, kann man einblenden. Also... Können wir einblenden. 5 Stärke, 2 Geschick, okay. 1 maximalen Schaden, okay. So, und jetzt kommt's. 18 Kältewiderstand. 28 Blitzwiderstand. Yeah. 11 Feuerwiderstand. Ja, das ist halt echt sick. Ich habe coole Schuhe gerade. Alter, 3 Resistenzen, dann sogar teils High Rolls. Das ist halt einfach insane. Krass. Ja, Blitz- und Feuerwiderstand ordentlich drauf. Geil. Vielleicht kannst du die Schuhe hier gebrauchen. Ich hab neue gefunden. Ja, Schuhe habe ich relativ schlechte. Ja. Aber wobei geht. Also die Schuhe muss ich behalten. Mein Ring ist halt nicht so geil geworden, leider. Junge, das ist ein Knüppel. Guck dir den mal an. Ich bin überladen. Warte mal hier. Ja, ich verkaufe den. Ich glaube, ich brauche den. Aber ist für dich uninteressant. So. So. Das kann man schon mal rein. Heiliges Feuer 3, gesegnete Führung 3, Einbekehrung. Ja, brauche ich alles nicht. Ja, 15.000 Tacken. Genau 15.000? Ja. Ja, dann hättest du im 4. Akt mehr dafür bekommen können. Aber ich brauche die Kohle jetzt. Ich brauche die Kohle jetzt. Okay. Gut. Geil, ja, da haben wir hier Verstohlenheit. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können mal durch den Schinder. Ne? Hier ist der Schinder Dungeon, genau. So. Hm? Irgendeine Trap, die er kassiert. Der Jemali, Alter. So, rein in den Dungeon. Hier geht's nicht rein. Aber enge Räume liebe ich ja, ne? Ja, klar. Mit den Feuerbällen. So, moin Jungs. Alter. Was das? Genau, hier ist jetzt auch wieder irgendwo so eine Truhe. Ah, hier gibt's Level 2. Ja, weiter. Wird schon passen. Wird schon. Ein bisschen Geld liegt hier, haben die hier rumliegen lassen. Ja, durch den langen Gang. Ist aber auch geil, wie der so den beleuchtet. Der Feuerball, ne? Absolut. Wodka. Warsteiner! Warsteiner! Alter, was ist hier los? Ja, hier ist richtiges Rudel, ey. Oh, die haben bestimmt ein paar heftige Freunde, oder? Junge, Junge, Junge. Ja, aber die kassieren, aber die beleben sich halt wenigstens nicht wieder. Die erinnern so ein bisschen an die aus dem ersten Akt. Nur, wie gesagt, dass die... Alter, jetzt ist hier eine Talrune rausgekommen. Lol. Ja, ist so nett. Aber die können wir auch immer gebrauchen.
Ist noch 10 Millionen Fallen. Achso, du gehst oben lang. Okay. Achso, da unten geht's lang? Okay. Ne, ja, hier auch. Ist ja egal. Alter, die alle umgeklatscht. Ja, schön. Ja, aber du musst halt sauber. Du, du machst halt gut Schaden, das ist halt richtig ja. Nice. Also du carryst unseren Damage halt wirklich nach Hause gerade. Ja, ist auch geil. Zack, zack. Brustpanzer ist jetzt einfach gesockelt. Jo, geil. Nehme ich mit. Hier geht Stufe 3. Und noch weiter. Heftig. Ja, ist ein Dungeon. So. Wusstest du, dass bei Diablo 1 es einfach nur 25 Ebenen gab? Also jetzt nicht große Maps oder so, einfach du bist quasi in so eine Kirche reingegangen und bist einfach 24 Level weiter runtergegangen. Und dann war Diablo da. Bei Diablo 1? Jo. Okay, aber gab's da auch Akte? Nee, nur das. Es ging einfach nur darum zu buddeln? Ja. Lol. Hast du es gespielt? Ich hab's gespielt, ja. Oh shit. Ja, krass. Ja, aber das ist ja dann wie so ein Dungeon Crawler. Ja, ja. Einer der allerersten. Ja, kommt das wahr? Ich habe keine Ahnung von Diablo 1, muss ich sagen. So, wo gehen wir hin? Ja, wir müssen jetzt hier nach links wahrscheinlich. Linksrum, linksrum. Ne, hier geht's noch weiter, Kalle. Ach, tatsächlich. Ja. Heftig. Brauchst du aber Elixier? Ich verklick mich hier die ganze Zeit, du. Hör mal. Ja, hier ist eine fette Truhe. Hier ist auch der Chef. Siehst du, Alter, wir wären jetzt einfach hier alles ab. Immun gegen Feuer. Ja, dann hau ich ihn weg. Zack, Riesenzauber. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, das war einfach nur einer oben drauf hier. So, das sieht mal so heftig aus, aber es ist nicht heftig. Nee, ist nicht heftig. So, Teleportation in the Base. Wir gehen gleich über den Wegpunkt, das ist besser. True. So, wo muss ich hin? Suchen der Kanalisation unter. Dem Bazar von Kuras nach Kalims Herz. Ja, ja, wir müssen gleich einfach weitergehen. Alles entspannt. Hat er gerade Ehre gesagt? Ehre? So, mein Freund. So, das kommt hier alles weg, den behalten wir. Ey, gut, dass du den Durchblick hast, Alter. Ja, also was die Quest angeht, auf jeden Fall. Alles easy. Lemon Squeezy. So, wir müssen sowieso mal im vierten Akt müssen wir mal später überlegen, wie wir eine Sache machen, aber da sind wir ja noch nicht. Über eine Sache müssen wir nochmal hin, aber da sind wir ja noch nicht. So, warte mal. Hast du eine Tierrune? Ja. Kannst du mir die mal geben? Ich will jetzt mal was probieren. Es hat mir, glaube ich, auch keiner Bescheid gesagt. Ich probiere das jetzt einfach und wenn es jetzt geht, dann geht's, dann ist es nice und wenn nicht, dann scheiße. Da mache ich mich hier. Hier. Ey, jo, das geht nicht. Geil. Dann war das für ein Arsch. Cool. Scheiße. Ich habe ein paar runterballert. Ach, cool. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich wollte dich noch mal was fragen. Gerne doch. Ich habe einen Ring, der macht 18 Feuerresistenz, falls du brauchst. Nee. Gut. Spinnwald? Also, jo. Genau. Dann müssen wir leider. Einen Schinder Dschungel haben wir jetzt noch nichts gefunden, ne? Scheiße. Oder großes Moor. Ja, wir wissen ja, wo es ist hier. Ja, klar. Und wir haben jetzt auch verstohlen, dann sind wir fix unterwegs. Dann macht das der Bewegungsgeschwindigkeit auch, ne? Ja, 25% rennen wir schneller. Ehre im Röff. Aber wir sind hier auch noch nicht einmal gelevelt, ne? Noch kein Level up. Nee. Das ist schon krass. Obwohl ich schon erst bei Quests. Ja, aber da merkt man, wie overlevelt wir einfach sind. Ja. Ja, und man bekommt auch keine XP, wenn man eine Quest abschließt, tatsächlich. Du bist hier einfach rübergesprungen, ne? Du Kleiner. Ja, ich muss jetzt hier noch laufen. Warte, aber tatsächlich müssen wir, glaube ich, da weiter. Also komm ruhig. Ja. Ist cool. Ja, wir gehen durch den Schinder-Dschungel. Ja. Was? Ja, doch. Wir gehen durch den Schinder-Dschungel. Wir einfach nuscheln hier. So, moin, Leute. Wenn die abheben, ist so nervig. Bleib doch auf dem Boden. Ja, die heben. Es sind abgehoben. Ist einfach so. Das ist ein richtiger Boomer-Joke. Ja. So ein Dad-Joke, ja. Würde manch einer auch in den Kommentaren schreiben. Ja, also alle 30 Sekunden diese Dad-Jokes, das geht auf den Sack. Alter. Oh, da ist ein Zauber gedroppt, das hab ich genau gehört. Oh, ein Amulett. Ich höre nur diese ganzen Geräusche, wie Sachen droppen. Ja, die sterben einfach alle. Ganz nice. Oh. Ich habe die ganze Zeit keine Ausdauer, es nervt. Doch, Alter, wie schnell. Wir leben die doch wieder? Ja, ich glaube, die so aufeinander gesteckt sind, oder? Das wäre krass.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weißt du, dass ich hier Leute wegkloppe? Ja, Dito. So, jetzt rennen wir mal wieder. Ne? Alter, ich bring da einfach alles um. Ist ganz geil. Ist ganz geil! Wenn man die Leute hier wegknallt. Unterarmklingen, nice! Das Ding ist halt, die bringen ja nicht mal Kohle, ne? Diese Scheißdinger. Ja, irgendwie mittlerweile droppt auch so viel Geld. Ja, man sammelt ja es auch teilweise gar nicht mehr ein. Halt. Gutes Umschwert. Okay, und theoretisch ist hier irgendwo noch ein Wegpunkt, ja? Theoretisch. Hier ist er. Geil. Können wir hier überhaupt weiter? Ne, wir müssen wieder oben lang, ne? Das ist immer wieder so eine Einkerbung hier. Und dann kommen wir. Ja, sicherheitshalber nochmal hier. Ne, hier. Hier ist Sumpfloch. Ne, da müssen wir nicht rein. Okay. Da müssen wir tatsächlich nicht rein. Hätte man jetzt für Levelfortschritt und so, bla bla bla, aber ein bisschen durchgucken. Nee, nee, nee. Ist eigentlich der dritte Akt so an sich gefährlich? Würde ich jetzt nicht sagen. Weil zweiter Akt hatten wir ja schon ziemlich Respekt. Also Mephisto und seine Leute, die am Ende, die können tatsächlich noch ein bisschen reinkloppen. Jetzt noch ein paar nice Freunde, die echt auch Schaden machen können. Aber ich würde tatsächlich sagen, der vierte ist der heftigste. Okay, krass. Also auch so von der Verhältnismäßigkeit natürlich. Ja. Ja, weil da gibt es so Leute, die speien dir richtig Feuer ins Gesicht und dann siehst du eigentlich nur dein Leben runterradern. Okay. Ah, Level Up, cool. Ah, cool. So, hier kommt gleich noch irgendwo ein krasser Mob. Ich geh mal kurz. Ah, jetzt kann ich Meteor. Ja, nice. Das kann ich nicht. Irgendwas müsste noch unter dem Feuerball dir auch noch Boni zum Feuerball geben. Das musst du einmal skillen. Weil du dann, Feuerbeherrschung wahrscheinlich. Feuerschaden 30%. Nee. Also genau unter dem Feuerball. Das Meteor. Meteor. Genau, so. Wann kannst du den? 24. 24. Da bist du doch schon lange. Hä, wieso konnte ich das nicht? Ach, ich brauche Feuerwand und so. Genau, du musst den Weg dahin quasi ebnen. Du musst halt quasi alles, was davor ist und auch links und rechts, musst du auch alles ebnen. Krass, okay. Das ist wichtig und richtig. Okay, und der macht Feuerball 5% Schaden pro Stufe. Genau, und das ist halt heftig, weil wenn du jetzt einmal da reinskillst, kriegst du halt direkt 3 Punkte dazu. Das heißt, du hast den auf 4. Ach so, stimmt. Das heißt, es sollte dein Ziel sein, das zu bekommen. So, hier sind jetzt krasse Bäume. Okay. So, der eine ist nämlich echt, der hat eine Blitzerzauberung und ist tot. Ja gut, wir sind komplett überlevelt. Ja, ist das denn? Ja, aber auch das Equipment halt mittlerweile, ne? Ja, ja. Ja, mein Schwert ist sogar richtig scheiße. Da brauche ich einfach einen neuen Rohling und neue Runen. Ja, aber allein dieses Blatt ist ja insane. Ja. Jo, wir latschen hier durch den Dschungel und kloppen alles um, ne? Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ja, das ist halt hier so. Ich finde auch den dritten ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. So, jetzt habe ich ein Level up, ja? Ja, ich glaube, ich gehe mal auf Stärke. Die schon wieder. Und dann hier. Kampfwertigkeiten weiter auf Alpha, so. Ich stehe einfach random Rüstungsständer rum. Ja, ja. Hier ist auch irgendwo ein Unterkuras ist auch irgendwo ein Wegpunkt. Okay. Vielleicht können wir den jetzt noch farmen oder wir gehen jetzt hier einfach weiter. Wir müssen halt nie wieder hierher. Das ist so das Ding. Also von mir aus, was ist denn das? Oh, das ist ein krasser Helm. Auch für Barbar. Ja, der sieht zu Flügel, special. Ne? Ja. Ja. Ja, sonst lass dich einfach weiter. Hier geht's ins nächste. Geht's da weiter? Ja, ja. Okay. Leute. Oh, hier sind wieder Mücken. Ja, aber diesmal. Hä? Habe ich einen Feuerball reingehauen, alle waren tot. Achso. Habe ich dir geklatscht, ne? Oh, hier ist ein Wegpunkt, Digga. Jetzt bin ich hier ins Haus. Wollen wir schnell zurück? Ja. I'm in the city! So, Deckard. Ihre Abfahrt. Verzaubern. Ja, weil sind ja auch schon hier Hälfte durch. Ja, ja, also der dritte geht auch recht schnell. Ja. Der fünfte ist nochmal ein bisschen länger. Der fünfte wird nochmal ein bisschen knackiger und das sind auch viel mehr Gegner. Ja, wir mal fünf. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Das ist ja auch Ball besiegen, Junge. Ja, ja, klar. Gut, ich geh schon mal wieder rein. Ja. Ich auch. So, und hier ist. Ja, wir sind halt wirklich beim siebten Punkt schon. Krass. Ja. Hier gibt's jetzt irgendwo runter zur Kanalisation. Da sind ganz viele Eingänge. Tatsächlich. Aha. Und da müssen wir einfach nur den richtigen finden für uns.
Und da boxen wir uns dann gleich noch durch. Wobei wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber. Vielleicht können wir dieses letzte Item noch eben holen. Was ist denn das überhaupt? Das Herz. Wer sind die Ladies hier? Ja, die wollen alle aufs Maul. Ich merke das. So. Das gute Gold mit, Mensch. Ach komm. 400. Ah, ein Ring. Gelbe Ringe werden langsam. Dass hier noch leichte Heiltränke droppen, ist auch ein bisschen beleidigend. Hier geht's runter? Nee, anscheinend. Aber da geht's nicht zur Kanalisation. Alter, ich hab die ganze Zeit hier Ausdauer. Ja, muss man mehr Vitalität skillen. Mensch. Weiß die ganze Zeit, Junge. Ach. Wie geht's denn hier rein? Treppe. Nee, verfallener Tempel. Müssen wir nicht rein. Okay. Hier unten ist noch was? Genau, da müssen wir rein. Okay. So, und hier gibt es nämlich irgendwo so einen Knüppel, den müssen wir umdrehen und dann geht's weiter runter. Wie viel Feuerresistenz hast du? 44%. Okay, das ist ja ganz okay. Geht's ab bei dir? Ja, ja, aber alles entspannt. Also jetzt ist gerade wirklich... Wir, ist super entspannt. Wir können hier echt easy durchlaufen. Ja. Und wir machen noch, bis wir bei Mephisto sind, ja, ein, zwei Level machen wir bestimmt noch. Ah, eins auf jeden Fall, denke ich. Das ist halt... Mephisto? Ja. Ist das der, der befreit wurde? Nee, ne? Ich erlaube mir da keine Aussagen mehr. Nachher mache ich da wieder irgendeine Scheiße und dann heißt es, ich bin falsch, ich bin mit Dämon! Ja, ein Dämon Nerds, ist das safe. Alter. Ja, ist auch wahr. Scheiß Nerds, Alter. Das heißt Ehre, Allah! Ich komme ja nicht lang, ich muss jetzt hier komplett rumlaufen. Nur weil ich mich nicht teleportieren kann. Ja, das ist halt. Du bist halt ein Geringverdiener. Ist halt wirklich so. Ja, ich bin ja nicht mal wahrscheinlich nicht mal in den Top 10.000 Twitch-Streamern, Alter. Klar, Digga. Hast du nachgeguckt? Tatsächlich nicht, ich wusste gar nicht, wie man das macht. Ich habe nur so ein paar Listen gesehen, auch nicht. So mit Monte. Irgendwer meinte dann nur zu mir, ja. Also, wenn ihr wisst, welchen Rank ich habe auf Twitch, sagt's mir. Ja, jetzt ging's hier raus. Ja, ja, genau. Es gibt irgendwo so eine Kurbel. Und es gibt ganz viele Ausgänge. Ja, hier unten ist sie direkt. Ich bin aufgeregt. Freut mich, weil wir das jetzt noch beenden können schnell. Das ist eh im Röff. So, erstmal haben wir jetzt ein paar Fledermäuse weg. Junge, die Alter, machen aber... Die haben aber auch gut reingehauen hier. Ein bisschen Wumms. So, dann müssen wir hier runter. Und da hier ist hier ein Geheimgang. Guck mal hier. Ach krass. So. Das wurde nicht mal auf der Minimap, glaube ich, angezeigt. Doch, doch. Ja? Ja, ja. Ja, heftig. Hier, Feuerwiderstand. Hier ist eine Truhe. Da ist das Herz. Kein Herz. Easy. Ja. War jetzt nicht so schwer. Geil. Ja, dann können wir schon wieder in die City. Where the party always falls. Lol, was ist mit denen denn? Ja, Alter, ist eine Hydra. Ja, ja, aus dem Water. Heftige Scheiße. So, dann gehen, lass mal in die Stadt. Ja. Lecker labert ja. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, noch Karlins Pflege, theoretisch. Und den holen wir uns zum Hohen Rat, genau. In Karlims Kult... Aha, Hoher Rat, das... Was für Hoher Rat, Digga. Ja, aber das können wir auch alles nächstes Mal machen. Wir können jetzt noch ganz kurz entspannt hier die Items angucken. Ja. Weil wir dann nächste Folge wahrscheinlich... Also wir können sagen, wir gehen direkt zu Mephisto durch. Und dann haben wir den dritten Akt auch schon in zwei Folgen abgefrühstückt. Das ist so krass. Bei Duriel warst du so, Alter, du willst nicht. Und jetzt redest du mit mir, als ob wir da diesen Mephisto einfach wegwischen. Weißt du warum? Also es gibt wirklich einen Grund dafür. Weil bei Duriel kommst du nicht weg. Und bei Mephisto hast du übelst viel Platz, kannst die ganze Zeit rumrennen und der macht ganz langsam seine Attacken. Und Duriel, der rennt dir schneller, als du bist, hinterher und versohlt dir den Arsch. Und da hatte ich einfach übelst Respekt vor, dass der uns wegmacht. So, und... Ja, war ein bisschen übervorsichtig, aber letzten Endes, wir leben. Ne? Ja, da muss man dir auch recht geben. Wir leben. Wir leben. So, du hast keine Tierrunde mehr, ne? Alter, ich habe dir im Laufe der letzten zwei Folgen, diese Folge einfach 80 Runen gegeben. Nein, das ist Blödsinn. Hast du eine Tierrunde? Ich habe vier. Du hast mir alles genommen. Ach komm. Ich habe nur noch vier Edelruhen, mehr nicht. Du hast mir alles genommen. Ja, aber ich habe dir vier Runen mindestens gegeben. Ja, eine Bitte an die Zuschauer draußen. Ja. Sag mir mal bitte, ob es sich lohnt, Stahl nochmal neu zu bauen,
mit einem besseren Rohling. Ich denke mal, ja. Aber vielleicht irre ich mich auch, weil ich glaube, ich muss bald mal die Waffe austauschen, weil ich mache hier keinen Schaden, ihr seht's, ne? 37 zu 64, swag ass fuck. Und deswegen, ja. Swag ass fuck. Ja, aber, guck mal, meine Schuhe. Ja. Meine Schuhe passen zu meinen Handschuhen, das ist ganz geil. So, gut. Das war's für diese Folge. Hart aber herzlich mit Kalle ohne Sterzig. Nee, warte mal. Ja, doch. Und am Dienstag geht's dann schon weiter, ne? Also, könnt ihr gefasst sein. Da gehen wir dann nach Travinkal, machen den Rad fertig, ne? Holen uns den Hammer und dann holen wir uns Mephisto, der wird gefistet. Hast du bestanden? Und unbedingt die Playlist abchecken. Ja, 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 genau, check mal die Playlist ab. Alles auch verlinkt unten in der Beschreibung. Und da könnt ihr auch mal, falls ihr jetzt auch neu dazukommt, einfach mal reinschauen, dass ihr euch das von Anfang an gebt, weil es ist ja ein Let's Play von Anfang bis Ende. Und gerne auch weiterhin unter dem Hashtag Herzig2 auf Twitter posten. Ihr habt ja schon gesehen, wir hatten schon ein paar Intros, aber wir hätten gerne noch ein bisschen mehr. Und da wurde auch cool mit unserer Stimme schon editiert. So, fand ich cool. Vielleicht auch, wie gesagt, das von letztes Mal mit Sterzig, die Vasen zertreten, finde ich auch cool. Ne? Also so ein paar Sachen hatten wir ja schon. In dem Sinne. Ja, oder, ja. Oder? Punkt. Ja, nee, hast vollkommen recht, Kalle. Genau. Und die Cinematics. Nimm die Cinematics und buddert unsere Fresse drüber. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi. Tschüssi.